Heute zeige ich, wie man als Anfänger fit werden kann, auf einfache Weise, ohne viel zu viel drumherum und Diäten und zu krass Sport. Der allererste Punkt, wir steigen wie immer direkt ein, ist, du brauchst immer Vorherbilder, weil wenn wir uns gesünder ernähren und ein bisschen Sport machen, sehen wir oft keine Resultate. Auf der Waage siehst du normalerweise keine Resultate, weil wenn du Sport machst, baust du ja oft Muskeln auf und die sind ein bisschen schwerer als Fett. Das heißt, es kann sogar sein, dass du zunimmst. Also vergiss die Waage. Mach ein Foto für dich, ja? Mach ein Vorher-Foto für dich und speichere das auf deinem Handy ab oder druckst sie aus und klebst sie irgendwo hin. Nimm Maße, das sage ich auch immer meinen Teilnehmerinnen beim Sport. Maße nehmen von der Taille, von der Brust, von der Hüfte, vom Po, dass du siehst, wie sind denn die Maße aktuell, ja? Von deinem Bauch. Schreib sie dir auf. Das ist der allererste Schritt, vorher das festzulegen, wie deine Maße sind. Gewicht, wie gesagt, ist erstmal unwichtig, aber erstmal Maße und ein Foto von dir. Wenn du eine Frau bist, machst du am besten eine Unterwäsche alleine vom Spiegel, ein Foto machen und das Foto dann irgendwo behalten, damit du den Nachher-Effekt siehst. Ja, man muss es nicht irgendwo posten. Ich poste meine Bilder auch nicht, ich lösche es danach wieder. Hauptsache, ich habe gesehen, es hat wirklich was gebracht, weil wenn wir ein Ziel erreichen möchten, müssen wir ja gucken, hat das jetzt was gebracht oder nicht, die Technik. Wenn nicht, dann muss ich die Technik wieder verändern. Und das siehst du immer nur an deinem Körper, nicht an der Waage. Oder halt am Maßband. Wenn du jetzt jemand bist, der sagt, nee, auf gar keinen Fall Foto machen. Nicht, dass es irgendwo an falsche Hände gerät, was ich vollkommen verstehen kann. Brauchst du nicht unbedingt Foto machen. Muss auch nicht in Unterwäsche sein. Kann ja auch in einer Hose sein. Oberteil ein bisschen hochziehen und den Bauch fotografieren von der Seite, von vorne, um zu gucken, wie sieht es jetzt aus. Wie wird es in 3 Monaten aussehen. Und das motiviert, wenn du immer wieder die Bilder ausdruckst und siehst, dass da wirklich Veränderungen sind. Auch Maßband anlegen. Das bringt auch sehr viel. Da kannst du gucken, wie viel Zentimeter Taille habe ich jetzt oder Bauch. Wie viel ist es in 3 Monaten? Habe die Technik, der ich jetzt folge, wie zum Beispiel Ernährung und Sport, was auch immer. Das ist also Punkt 1 unbedingt. Mach ein Foto oder Maß anlegen oder auch beides. Der zweite Punkt ist ein Ziel setzen. Und jetzt kommt der wichtige Kernpunkt. Du musst das Ziel definieren, ganz konkret angeben. Am besten ist auch, dass du ein Bild machst davon. Wie bei mir jetzt zum Beispiel hängt überall in der Wohnung, aus deinem Wohnzimmer. Ein Bild von einer wundervoll durchtrainierten Frau und mein Kopf ist drauf und es ist dann am Kühlschrank, dass ich mich immer wieder daran erinnere, was mein Ziel ist, schlank zu sein, straff zu sein, vital zu sein, ja, sportlich zu sein. Das heißt, häng dir schon mal ein Bild auf und schreib dir die Ziele auf. Nicht, ich will abnehmen oder ich will mich gesünder ernähren. Was willst du genau essen? Von was willst du mehr essen? Wie soll deine Ernährung genau aussehen? Welches Sport willst du machen, wenn du sagst, ich möchte trainieren, ich möchte irgendwie abnehmen? Wie genau soll der Sport aussehen? Wie genau soll deine Ernährung aussehen? Schreibe dir zum Beispiel auf, ich will 3-mal die Woche 15 Minuten joggen gehen. Beispiel. Ich möchte 4-mal die Woche HIIT-Übungen machen. Ich möchte 5-mal die Woche einen Salat als erstes essen, bevor ich irgendetwas esse. Ich möchte auf Fleisch verzichten, stattdessen esse ich das und das. Also du musst es wirklich konkret machen, damit du auch ins Umsetzen kommst. Du siehst, es wird dann auch einfacher. Weil wenn du dir einfach irgendwie hinschreibst, ich möchte 5 Kilo abnehmen, bringt es niemandem was. Du musst ein Bild haben, dieses Bild auch fühlen, dass du es erreichen kannst. Und dann konkret aufschreiben, was du als nächstes tun willst. Ja? Mehr Salate essen und dann kannst du auch nochmal überlegen für dich, wo kann ich die Salate kaufen? Gehe ich zum Rewe, gehe ich zum Aldi, es gibt verschiedene Geschäfte. Wo gehe ich genau hin? Welchen Salat möchte ich essen? Wie schmeckt der mir am besten? Wie kann ich es schnell zubereiten? Dass du schon auch wirklich in diese Umsetzung schneller reinkommst, einfach da reingleitest. Du siehst, da wird es einfach nur einfacher. Also ganz, ganz, ganz wichtig, dass du konkret die Ziele dir aufschreibst, dass du 2-mal die Woche Quinoa mit Gemüse, mit tiefgekühltem Gemüse essen möchtest, dass du 2-mal die Woche Amaranth kochen willst mit süßer Milch und Rosinen, damit ist dann deine Süßigkeit. Dass du wirklich das aufschreibst, wenn du zum Beispiel ein Cola-Trinker bist, dass du dann schreibst, statt jeden Tag eine Flasche Cola, möchte ich nur noch jeden Tag eine halbe Flasche Cola. Mach's also Schritt für Schritt, nicht direkt da hochsteigen, sondern wirklich dir aufschreiben, Schritt für Schritt, was du für Ziele hast. Es ist wichtig, dass du dir die Ziele wirklich klein machst. Wenn du zum Beispiel jemand bist, der Saft trinkt, es muss nicht nur Cola sein, Orangensaft oder irgendetwas, was dir und deinem Körper nicht gut tut. Und du weißt es, aber du nimmst es trotzdem. Passiert uns allen mal, ja, Croissants oder was auch immer. Dann musst du nicht sagen, ich esse nie wieder Croissants. Dann kannst du sagen, gut, dann esse ich statt 7-mal die Woche Croissants nur noch 3-mal die Woche. Sagen wir mal 6-mal die Woche Croissants. Ist einfacher. Danach machst du es 1 Woche, 2 Wochen. Dann sagst du jetzt nur noch 5-mal die Woche.
dann nur noch viermal die Woche und dann reduzierst du es. Oder zum Beispiel, du liebst Orangensaft oder du liebst diese Getränke, einfach süße Getränke. Halbier das ein bisschen, dass du ein bisschen noch Wasser reinmischst, um dich daran zu gewöhnen, die ersten zwei, drei Wochen. Ja? Statt ganzen Glas Orangensaft machst du drei Viertel und ein bisschen Wasser dazu, zum Beispiel. So kannst du echt deine Ziele schneller erreichen, als wenn du es radikal machst. Ihr kennt's, radikal geht meistens nach hinten. Der dritte, aber auch sehr wichtige Punkt ist Prioritäten setzen. Sollten wir alle im Alltag machen. Und zwar, schreibe dir 3 bis 5 Dinge auf, die Zeitfresser sind. Also eliminiere diese Zeitfresser. Darüber habe ich schon mal ein Video gemacht. Was frisst in deinem Alltag extrem viel Zeit und bringt dich eigentlich gar nicht weit? Eliminiere diese Sachen und ersetze sie durch zum Beispiel ein 10-Minuten-Training. Oder dadurch, dass du dich in die Küche hinstellst, dir die Zeit nimmst, dir etwas Gemüse vorzubereiten, etwas Leckeres, aber Gesundes vorzubereiten. Also Zeitfresser eliminieren und dieses Zeitfresser durch Nahrungszubereitung und Fitness ersetzen. Dann gibt es welche, die sagen, Geld, ich habe kein Geld für Trainingsgeräte, für Gewichte. Du brauchst kein Geld fürs Training. In meinem Fitnessprogramm zeige ich dir, dass du nichts brauchst, nur dein eigenes Körpergewicht. Damit kannst du sehr, sehr, sehr viel erreichen. Ich habe jahrelang nur mit eigenem Körpergewicht trainiert. Seit 2 Jahren nehme ich Gewichte. Aber trotz allem brauchst du diese Gewichte. Du brauchst kein Geld. Und du kannst auch Flaschen nehmen als Gewichte, wenn überhaupt. Mach es erstmal mit deinem Körpergewicht. Also du brauchst keine Ausreden zu haben, dass du kein Geld hast. Wenn du sagst, ich kann mir kein gesundes Essen leisten, kannst du das auch in Supermärkten kaufen. Auch da gibt es Bio und es muss auch nicht immer Bio sein. Gesundes Essen, meine Erfahrung, ist oft günstiger als anderes Essen. Ja, weil die ganzen Süßigkeiten bleiben weg, die ganzen Chips, die ganzen unnötigen Sachen bleiben weg, weil du isst nur noch das Nötigste, das, was wirklich dein Körper braucht. Also bitte nimm nicht das Geld als eine Ausrede, dass du es nicht machen kannst. Du kannst auch günstig dich gesund ernähren. Und wenn du dazu mal ein Video haben möchtest, mir fällt gerade ein, ich kann gerne mal ein Video machen, wo wir gemeinsam beim Aldi, beim Rossmann, beim DM, beim Lidl irgendwo einkaufen. Schreib mir mal einfach unten rein, wo ihr am meisten einkaufen geht. Dann werde ich dieses Geschäft nehmen und gucken, was würde ich kaufen, wenn ich nicht genug Geld habe, mich aber gesund ernähren möchte. Und dann gehe ich für euch da einkaufen und bereite dann das Essen zu und zeige euch, wie ihr gesund essen könnt mit wenig Geld. Ja, also Geld sollte keine Ausrede sein. Und fürs Training gibt es auch keine Ausrede. Auf meinem Kanal gibt es fast nur Trainings ohne Gewichte mit deinem eigenen Körpergewicht. Das ist kostenlos. Schau dir die Videos ein, ziehst dir rein, mach's nach und es nimmt unglaublich wenig Zeit und mein Magen knurrt schon die ganze Zeit. Ich habe keinen Hunger, aber er knurrt. Und damit kommen wir zum nächsten Punkt. Was passt zu deinem Lifestyle? Wir haben alle verschiedene Lifestyles. Wenn du jemand bist, der gerne mal abends sich eine Serie reinzieht und hat voll Bock drauf, kannst du währenddessen zum Beispiel aufs Laufband, wenn du Laufband hast, oder auf dem Stepper oder auf dem Fahrrad. Einige haben ja diese Hometrainer. Dann kannst du ja nebenbei gucken und trainieren. Oft, wenn man dann zum Beispiel auf dem Stepper oder auf dem Fahrrad ist, merkt man gar nicht, wie die Zeit vergeht, wenn man so fixiert ist auf diese Serie. Das ist jetzt ein Beispiel. Das heißt, schau immer auf deinen Lifestyle, wie passt es, wenn du zum Beispiel eine Mutter bist, die keine Zeit hat für diese ganze Nahrungszubereitung. Muss es nicht extrem gesund sein und das Gemüse geschnippelt? Nimm dir das Tiefkühlgemüse, das kannst du einfach in die Pfanne geben, geht ganz leicht, eine Fertigsoße. Ja? Es gibt auch gute Fertigsoßen im Bioläden zum Beispiel, die kannst du einfach reingeben, Nudeln kochen, Reis kochen, Quinoa kochen, was auch immer, das geht ganz, ganz schnell. Also du musst nicht zu 100% einen Plan verfolgen, sondern pass es immer deinem Leben an. Wie passt es dir am besten? Ja, schau dir deinen Lifestyle an und wie kannst du es in deinen Lifestyle integrieren, zu trainieren und dich gesünder zu ernähren. Es muss nicht alles zu 100% perfekt sein, aber schau, dass du die Mitte findest und dann diesen Weg erstmal gehst. Und dann kannst du dich auf diesem Weg nochmal verändern und irgendwann so werden, wie du es wirklich sein willst. Perfekt gesund, nur von der Natur. Aber wir müssen erstmal einen Anfang machen, den ersten Schritt. Und der ist, schau dir deinen Lifestyle an und was passt da am besten, wie passt es da am besten rein, dass du da trainierst und dass du da dich gesünder ernährst. Der 5. Punkt ist dann ein Plan aufhängen. Das habe ich in meinem Alltag und es hilft mir sehr, sehr, sehr viel, dran zu bleiben. Du brauchst einen Trainingsplan und einen Ernährungsplan. Trainingsplan ist, damit du ungefähr weißt, wann trainiere ich immer. Wann kann ich das Training so reinschieben. Ja, bei mir ist meistens unter der Woche, Wochenende ist zu viel los. Da trainiere ich nur, wenn ich es wirklich kann, aber meistens nicht. Montag bis Freitag kannst du dir 10 bis eine Minuten bis eine halbe Stunde nehmen, je nachdem, wie viel Zeit du übrig hast. Entweder direkt nach dem Aufstehen. Da kannst du dir auch gerne, wenn du es möchtest, auch nochmal ein Video hochladen, welches Training du machen kannst direkt nach dem Aufstehen, damit du direkt gepusht bist, voller Energie bist und in deinen Alltag starten kannst. Dann hast du schon mal dein Training hinter dir. Und genauso auch mit der Ernährung.
hatte ich auch genug Videos dazu gemacht. Mach dir Gedanken, was liebst du an Essen? Wie kannst du dieses Essen in gesund gestalten? Mach dir eine Liste, hängst dir einen Kühlschrank, dann sparst du Zeit, du musst nicht viel nachdenken, du weißt, was du ungefähr essen kannst, was schnell geht. Schreib dir Sachen, die schnell gehen, auf. Und beim Einkaufen musst du auch nicht überlegen, was soll ich jetzt einkaufen, ich weiß nicht, was ich kochen soll. Häng dir einen Plan auf, welche Trainings du machen möchtest, wann und welches Essen du am liebsten hast. Du musst nicht Montag bis Sonntag dir aufschreiben, sondern einfach nur schreib dir 5, 6, 7 Gerichte auf. Ja? Frühstück, Mittag und Abendessen. Was liebst du am meisten, hängst dir auf. Wenn du heimkommst, hast du schon ungefähr einen Überblick, was du essen könntest. Und dann hast du immer einen Vorrat zu Hause, kaufst es vorher ein, kannst es dir zubereiten. Und damit kommen wir zum nächsten Punkt. Der nächste Punkt ist auch unglaublich wichtig. Schau auf die Zutatenliste. Manchmal hat ein Glas Orangensaft, nicht manchmal, immer genauso viel oder sogar mehr Zucker als ein Glas Cola. Und wir brauchen dann keinen Orangensaft, wir trinken Wasser. Aber was brauche ich einen Orangensaft? Es hat unglaublich viel Zucker. Natürlich ist es dann etwas besser, weil es hat keine Kohlensäure, es hat noch ein paar andere Sachen nicht. Trotz alledem musst du es dann nicht zu dir nehmen. Es enthält Zucker und auch das sorgt dafür, dass Bauchfett bleibt und mehr wird. Schau also unbedingt immer auf die Zutatenliste. Ich vergesse es auch manchmal und habe dann Sachen zu Hause, wo ich mir denke, hättest du nur da drauf geguckt. Im Bioladen gibt es oft Sachen, die sehr gesund aussehen, aber nur voller Schrott sind. Brauchen wir nicht zur Seite legen. Also schau immer auf die Zutatenliste. Das kann dir helfen, Bauchfett schneller wegzubekommen und einfach fitter zu sein im Alltag, weil du einfach mehr Energie hast, weil dein Körper diese ganzen Zusatzstoffe nicht mehr in sich aufnehmen muss. Also schau immer hinten drauf, was ist in dem Brot, sogar im Wasser. Ja, immer gucken. Das sind auch, selbst im Wasser, wenn du da im Markt bist, gibt es verschiedenste Sachen. Das eine hat Fluorid, das andere hat kein Fluorid, brauchen kein Fluorid. Also guck immer hinten drauf, was drin ist. Der letzte Punkt und der allerwichtigste Punkt, bleib motiviert. Ja, du wirst den ersten Schritt machen und fühlst dich total motiviert und dann gibt es immer mal wieder so Tiefs, die nach unten gehen. Wie kannst du motiviert bleiben? Umgebe dich mit inspirierenden Leuten. Ja, auf YouTube, auf Instagram, folge ihnen. Schau, was sie jeden Tag machen. Wenn du einer Frau oder einem Mann bist, einem Mann folgst, der jeden Tag trainiert, sich gesund ernährt, du willst zwar vielleicht nicht jeden Tag das Gleiche machen, aber erinnert dich immer wieder daran. Und du siehst dann seinen Lifestyle und natürlich die Leute, mit denen du dich umgibst, du wirst zu diesen Leuten. Ja? Umgebe dich mit inspirierenden Leuten. Hänge dir motivierende Sprüche in der Wohnung auf. Wenn du meine Wohnung siehst, Kinderzimmer, selbst im Kinderzimmer, im Schlafzimmer, im Bad, in der Küche, da hängen Sprüche, da hängen Bilder. Häng dir Bilder auf von Personen, wo du sagst, ich möchte auch so einen Körper haben. Klatsch dein Gesicht drauf, damit du dich immer wieder so siehst. Und diese Sprüche sind auch ganz, ganz wichtig, dass sie dich motivieren. Und folge auf Instagram, mir und auf YouTube. Es gibt noch viele andere, die inspirieren, die regelmäßig ihr Training posten, die ihre gesunde Ernährung posten. Folge diesen Menschen und du wirst sehen, was es in deinem Alltag macht. Das waren jetzt meine sieben Punkte, wie du als Anfänger fit werden kannst. Das ist der Anfang, der dich motiviert, wirklich einen gesunden Körper zu bekommen. Du wirst merken, umso besser du dich ernährst, umso mehr du dich auch bewegst, umso weniger du Stress annimmst, umso bewusster du im Leben wirst, desto mehr wird auch deine Energie steigen und desto besser fühlst du dich im Alltag. Ja, Depressionen gehen weg, schlechte Laune geht weg. Du bist positiver und wenn du positiver bist, Gesetz der Anziehung, ziehst du auch viel mehr Positives in dein Leben ein. Deswegen wünsche ich dir jetzt einen wundervollen Tag, einen tollen Start in deine Fitness- und Ernährungswelt, wo du dich wirklich auch gut und wohl fühlst. Und wir sehen uns demnächst im nächsten Video.